Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Amazon-Haul für dich, so ein bisschen Werbung versus Realität. Also ich habe auch ein paar Fashion-Sachen gekauft und ja, dann würde ich einfach sagen, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich hatte ja letztens meinen Kleiderschrank ausgemistet und habe dann kurz vorher, kurz nachher und drumherum so ein bisschen was bei Amazon bestellt. Also manchmal habe ich das einfach, dass wenn mir irgendwas vorgeschlagen wird, dann lege ich das in meinen Warenkorb und bis dann irgendwie so eine gewisse Menge erreicht ist, wenn ich da so einen Amazon-Bestellwert 29 Euro dann versandkostenfrei zusammen habe, dann bestelle ich das. Oder wenn es halt irgendwelche Sachen aus China sind oder so, dann bestelle ich es halt direkt. Ja. Ne? Weil das ist ja dann auch wirklich immer dann direkt mit Versandkosten und so. Manche Sachen, da habe ich jetzt echt schon einen Monat oder so drauf gewartet. Aber jetzt ist so gut wie alles da. Ein bisschen was fehlt noch. Das kommt dann in den nächsten Amazon-Haul mit rein. Und ja, dann starte ich jetzt einfach mal. Ich blende euch dann auch immer ein, wie das quasi angezogen aussieht. Und unten in der Infobox findest du alle Links zu allen Sachen, die ich dir zeige. Es ist nicht unheimlich viel. Es ist ein bisschen was. Ja. Ne? Dann starten wir einfach mal. So, zuerst habe ich mir hier so einen Pulli geholt. Das ist so ein, oder so ein Shirt, so ein Langarm-Shirt ist das. Auf dem Bild sah das auch sehr schön aus, sehr eng anliegend und so, ne? Und ja, von hinten ist er dann grau, den gibt es auch in vielen verschiedenen anderen Farben. Ich weiß jetzt nicht, welche Größe ich bestellt habe, das suche ich aber immer raus und blende das mit ein. Und ja, also Vergleich für euch, ich bin 1,73 Meter, wiege ungefähr 65 Kilo, falls das irgendwie interessiert. Hab normalerweise so Größe 36, 38 oder S oder M, je nachdem wie die Klamotten halt so geschnitten sind. Ne? Das ist gar nicht so einfach. Und ja, dann blende ich dir jetzt mal eben kurz den Einspieler ein, wie es aussieht. Hier schon so ein paar Fehler hat. Ne? Also hier ist ein Fädchen, was sich löst, aber ganz ehrlich, für den Preis, dann kann man das auch nicht irgendwie, ne? Ja, also ich finde auch, dass es ganz schön ist. Es ist halt ein bisschen durchsichtig, ne? Das hat man ja auch gesehen. Ich habe immer ein schwarzes Top drunter. Dann sieht man das halt auch wirklich nochmal, wenn es durchsichtig ist. Ja, ansonsten mit einem weißen Top auf jeden Fall tragbar. Und ich finde auch, dass das Shirt an sich wirklich toll ist, ne? Also gut, ich könnte mir vorstellen, dass man hier eventuell so Schweißränder bekommen könnte unter den Achseln, ne? Weil, ja, gerade so ein helles Grau oder so verleitet dann ja auch gerne mal dazu, aber mit einem ordentlichen Deo hat sich das dann erübrigt, sage ich mal. Aber ansonsten kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich finde es ganz hübsch. So, als nächstes habe ich mir etwas mitbestellt, was meine, ja, Douglas Mitarbeiterin, die ich da kennengelernt habe, die mir bei der Benefit Bro Bar die Augenbrauen gemacht hat, die hatte mir das empfohlen als Wachstumsserum. Und zwar habe ich mir Rizinusöl mitbestellt. Das ist jetzt diese kleine Flasche hier. Ja, klein ist gut, ne? Ich habe mir auch mitbestellt so Fläschchen, wo ich das reinfüllen kann, aber die sind noch nicht angekommen. Die kommen irgendwo mit dem Schiff, also irgendwo wahrscheinlich aus China oder so. Ja, hier hast du jetzt 100 Milliliter drin. Ich denke, das ja, sollte ganz gut funktionieren, denn ich finde, mein Wimpernserum bewirkt bei meinen Augenbrauen jetzt nicht das Allermeiste. Ich habe die jetzt heute mal ein bisschen anders gemalt. Ich hoffe, das gefällt dir. Ja, ich versuche mich ja immer mehr, ne? Und ja, aber das wollte ich auf jeden Fall unterstützend verwenden und dann halt mit diesem, was da mitgeliefert wird, auftragen. Das sind halt so kleine Fläschchen, die dann halt auch so ein Pinselchen mit da drin haben. Weil so aus der Flasche direkt, ne, das geht jetzt schlecht. Da hast du einfach so eine Öffnung. Riecht jetzt so nach nichts. Oh Gott, nicht, dass mir jetzt hier gleich Haare wachsen, aber okay, nee, das hat, glaube ich, noch so eine Folie hier drauf, ne? Ja, ja, dann lasse ich das jetzt erstmal zu und werde ich auf jeden Fall verwenden und ich werde euch auch immer wieder berichten, wie ich das finde und was sich so tut bei mir, ob sich was bei mir tut. Ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und das habe ich auf jeden Fall auch mitbestellt. Dann habe ich mir einen neuen Weihnachtspulli gegönnt. Ich habe ja schon zwei in Rot und in Grün und jetzt wollte ich mir noch einen blauen holen. Das hier ist jetzt so ein etwas anderer. Gut, auf dem Foto sah das aus wie ein Kleid, aber bei mir, ganz ehrlich, sind fast alle Sachen, die aussehen wie ein Kleid, kein Kleid, weil ich einfach zu groß dafür bin. Erstmal den Anfang hier finden. Ja, der ist ein bisschen komisch geschnitten.
So sieht der aus. Also der ist schon ein bisschen länger, ne? Also das muss man definitiv sagen. Der hat eine angenehme Länge. Das geht bei mir so über den Po. Und der hat hier oben auch so Knöpfe. Aber ich blende euch am besten einfach mal ein, wie es angezogen aussieht. Also ich finde es von der Qualität her genauso wie bei den anderen beiden Pullis, die ich so habe. Ne? Das ist ein günstiger Pulli relativ, ist jetzt auch nicht so mega warm haltend, ist jetzt auch ein bisschen durchsichtiger, aber er ist ja wirklich nur für einen Monat oder so im Jahr, wo man ihn trägt, dann ist das halt so. Von den Ärmeln her etwas kurz, den muss ich mir halt hochkrempeln, das muss ich aber tatsächlich bei meinen anderen beiden auch. Das müsste auch aus dem gleichen Produktionswerk kommen, sage ich mal, weil hier hast du ähnliche Muster drauf, ne? Auch diese Schneeflocken, auch vom Material her, also das ist Plastik. Es ist einfach Plastik. Aber gut, ne? Für Weihnachten oder für Dezember, sage ich mal, ist das eine gute Klamotte. Und ja, werde ich auf jeden Fall dieses Jahr im Dezember tragen. Als nächstes habe ich drei Mini-Kalender bestellt, weil ich die so unheimlich schön finde. Ich habe sowas auch überall bei uns rumstehen, sowohl auf Arbeit als auch zu Hause. Also überall stehen die. Da habe ich hier einmal den Mini-Kalender Kleiner Glücklichmacher. Den fand ich. Also, das sind alles so Hinstell-Mini-Kalender, ne? Und ja, hier hast du dann halt auch so kleine Sachen drin. Also, hinten ist dann immer so quasi, dass es dann weitergezogen ist. Du kannst den, ne? Also, im Prinzip geht es dann immer so weiter. Naja, auf jeden Fall steht zum Beispiel drauf, warum Trübsal blasen, wenn man Seifen blasen kann. Ne? Das sind dann halt so für mich die Sachen, wo ich finde, okay, das macht mich glücklich. Das regt mich an, einfach zu lächeln. Ja. Dann habe ich hier noch von der Grafikwerkstatt eine extra Portion Glück für dich. Und ja, hier hinten siehst du dann, was da so an Motiven drauf ist. Also, keine Ahnung. Oh Gott. Das Glück kennt viele Wege. Fühl dich vom Leben umarmt und genieße jeden Augenblick. Also, ne? Halt so kleine, aber feine, positive Animationen. Ich mag sowas. Und dann habe ich hier noch der kleine Gute-Laune-Kalender. Auch den total schön, ne? Und hier hinten die verschiedenen Motive. Es ist halt alles bunt und macht fröhlich, wenn man das liest. Um glücklich zu sein, reicht oft ein bisschen Sonnenschein. Ja, das ist doch. Ne, sowas mag ich einfach. Das ist meins einfach. So, dann habe ich hier einen mega coolen Pulli in so einem schönen Weinrot. Mir wurde ja gesagt, ich hätte zu viel nicht so bunte Kleidung, das stimmt auch. Also ich habe viele bunte Tops und Shirts und so, aber halt wenig von dem, was ihr so hängen sehen konntet. Ja, das hier ist ein mega, mega schöner Pulli. Ihr kennt ja meinen blauen Pulli vielleicht, den ich das ein oder andere Mal in den Videos trage. Das ist vom Stoff her sehr ähnlich. Ne? Der ist jetzt ein bisschen dünner, würde ich fast schon sagen. Wobei, nee. Der ist einfach nur noch nie gewaschen worden. Also ich würde sagen, das ist der gleiche Stoff. Sehr angenehm, hält schön warm, ist muckelig. Du hast hier oben dieses Schal-Moped und ach, ich blende euch mal Bilder ein. Ich habe hier die Größe M auch. Ja, das hat super gepasst, wie ihr gesehen habt. Also ich hätte es theoretisch noch ein bisschen kleiner nehmen können. Dann hätte es aber vielleicht von der Armlänge her nicht so hingehauen. Aber ich finde für mich, bei meiner Körpergröße kann ich das sogar als Kleidchen tragen. Schön mit einer Leggings drunter oder so. Ach, das gefällt mir richtig gut. Also ja, das wird, ich glaube, eins meiner nächsten Lieblingsteile werden. Dann habe ich mir noch ein kleines Büchlein mitbestellt. Und zwar 100 Dinge, die man von einem Faultier lernen kann. Sowas mag ich. Sowas mag ich, sowas liebe ich, sowas finde ich großartig. Das chillt einen, das holt einen so ein bisschen runter. Man muss einfach mal aufschlagen, kann ich mir einfach aufs Klo legen oder so.
Und dann einfach mal reingucken, wenn ich ein bisschen gestresst bin. Zum Beispiel Nummer 49. Du bist nicht träge, du bist nur temporär außer Betrieb. Entschuldigung, aber sowas mag ich. Das ist mein Humor, das finde ich toll, das finde ich einfach niedlich und ja, Faultier ist ja einfach aktuell sowieso in und ja, wobei ich auch immer noch irgendwo so ein Stück weit auf dem Einhorntrip bin im Herzen. Ja, das lässt sich dann auch irgendwo nicht vermeiden, ne? Wenn man das einmal toll fand, dann kann man ja nicht sagen, oh, der Trend ist vorbei, ich finde es nicht mehr toll. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Stimmt mal hier oben ab. So, dann habe ich als nächstes mir so eine Leggings geholt und Alto Belly, ich dachte erst, wie soll ich da reinpassen? Also das war eben noch ein bisschen enger, bevor ich das angezogen habe. Es hat sich schon ein bisschen gedehnt. Jo. Und ne, dann hast du hier wirklich so ein Weihnachtsmotiv drauf. Ein bisschen näher siehst du das mit den Rentieren und den hier, wie heißt denn dieses Motiv? Schneeflocke in abstrakt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das schwarz-weiß. Die gab es auch noch in zig anderen verschiedenen Farben. Hat einen relativ dünnen Stoff, aber er ist halbwegs blickdicht. Ja, ich blende euch mal ein, wie das angezogen aussieht. Ich blende euch das mal ein. Hier steht das nicht überall drin. Das sind ja hauptsächlich diese China-Sachen. Ja, und unten stehen die Links in der Infobox. Ja, also ich fand das von der Länge her in Ordnung. Das Tragegefühl war angenehm. Es hat tatsächlich auch gepasst. Von innen siehst du halt, dass da irgendwas, oder man fühlt es halt auch, ne? Irgendwas ist da mit drin, was es halt so ein bisschen, keine Ahnung, wärmer macht, blickdichter macht. Aber von der Verarbeitung, ne, wollen wir nicht drüber reden. Das ist halt von weit, weit weg. Womit ich mir vorstellen kann, das hier zu kombinieren, das habe ich eben auch mal gemacht, ist zwar ja, der gleiche Pulli, wie ich ihn in Rot gekauft habe, nur nochmal in Grau. Den habe ich mir einfach nochmal bestellt, weil ich hatte einfach gehofft, dass er mir passt und das hat ja funktioniert. Ja. Ne? So sieht der Pulli jetzt hier aus, wenn ich ihn so anhalte. So könnt ihr euch das vorstellen und jetzt siehst du, wie er ist. Also wie gesagt, ich mag den richtig gerne leiden und auch zusammen mit dem mit der Dragon sieht das richtig cool aus. Ist keine Dragons, ist eine Leggings. So, was habe ich mir denn noch gekauft? Und zwar sind das hier so Klebehaken. Die haben wir sowieso gebraucht und dann hatte mich sowieso die Firma angeschrieben, ob ich die nicht mal testen möchte. Ups, so sehen die aus. Und finde ich ganz praktisch. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass ich das zum Beispiel hier neben den Schrank hänge, so in die Ecke, dass man das auch nicht sieht, dass ich da irgendwelche Sachen hinhängen kann, verstecken kann. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das ist eine ganz geile Sache. Dann hast du das hier auch einfach nach dem Motto kleben statt bohren, weil du hast hier hinter ja auch so eine, ne, das sieht danach aus, als könnte man das vielleicht auch so als Hakenleiste aufkleben. Also ich werde das auf jeden Fall mal austesten und auf Instagram werdet ihr dann auch auf jeden Fall mal sehen, was ich damit angestellt habe. Ja, und das war auch schon mein kleiner, aber feiner Haul. Einfach mal so ein paar Alltagssachen, die ich mir gekauft habe, was ich so jetzt aktuell schön fand und mir geholt habe und verwenden werde. Ja, schaut auf jeden Fall mal unten in die Infobox, da habe ich euch die Links reingepackt. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Hauls, dann hier unten meinen neuesten Upload und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!